Ich würde sagen, wir schauen uns das Video an. Kinder im Deutschrap, Dataluf und Lil Shrimp. Ja, komischerweise auch von Jay. Einfach der gleiche Name. Nee, wir schauen uns das Video an. Mal schauen, was der hier zu sagen hat. Ihr könnt ja mal eure Meinung zu Dataluf und Lil Shrimp in die Kommentare schreiben. Dataluf feiere ich. Lil Shrimp, von dem gebe ich mir nichts. Der ist ja, glaube ich, noch jünger. Und ja, keine Ahnung. Wir schauen uns mal das Video an. Einen wunderschönen guten Abend. Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mal über den scheinbar immer größer werdenden Hype von jungen Rappern Shardy, hol mir noch einen Shot sprechen. Hierfür habe ich mir drei Beispiele rausgesucht, die auch ganz interessant sind, weil der erste seinen Hype fast komplett hinter sich hat, der zweite momentan im Hype ist, aber da ist es noch nicht sicher, ob er das Ganze halten kann, und das dritte Beispiel hat meiner Meinung nach ziemlich gute Chancen, den Hype zu halten. Aber zuerst stellen wir uns die Frage, warum werden so junge Rapper überhaupt gehypt? Darauf gibt es im Endeffekt auch eine ziemlich simple Antwort, und zwar sind die Leute einfach fucking neugierig. Wenn man hört, dass ein 9-Jähriger, ein 13-Jähriger oder auch ein 15-Jähriger rein qualitativ hörbare Musik macht, dann denkt man sich halt erstmal, what the fuck. Aber nachdem man sich das gedacht hat, möchte man halt trotzdem wissen, wie das Ganze letztendlich ist und wie es sich anhört. Ob man es gut oder schlecht findet, ist da fast schon eher Nebensache. Zum anderen nehmen Kinder bzw. Jugendliche auch einfach irgendwas Einzigartiges mit. Deshalb gibt es auch Formate wie The Voice Kids oder damals auch der SDS für Kinder. Es ist also gar kein neuer Trend, dass sich Leute für junge Musiker interessieren. Bloß wird sowas auf YouTube und in Rapform halt etwas mehr hinterfragt als bei einer Castingshow. Auch wenn es mittlerweile nicht mehr so ganz aktuell ist und er auch nun schon ein oder zwei Jahre älter ist, möchte ich als erstes über David Nine sprechen. Der damals 9-jährige Ich kenne den nicht mal. Was, kennt ihr den? Sorry, aber da habe ich was verpasst. David hat seinen kurzzeitigen Hype im JBB 2018 aufgebaut und hatte dort auch stark geklickte Tracks. Von einem 9-Jährigen, der Battle Rap macht und sogar ein paar selbstironische Lines zu seinem Alter mitbringt, hat man zuvor eben noch nicht gehört. Das Ganze drumherum, wie seine Texte, die Musikvideos etc., wird wohl logischerweise wer anders geklärt haben. Insgesamt war das Ganze relativ amüsant, aber der Witz an der Sache ist halt doch schon relativ schnell langweilig geworden. Nach der etwas zu langen Runde gegen Rin Chill hat das Interesse nämlich stark nachgelassen. Wenn man sich jetzt nicht gerade 9-jährige Rapper in die Playlist packt, wird es halt relativ schnell langweilig. Auch wenn er für sein Alter wirklich nice rüberkam. Das nächste Beispiel ist der 13-jährige Lil Shrimp. Der hat auch schon den ein oder anderen Track gebracht, ist aber von keinem Turnier abhängig, was ihn schon mal weniger schnelllebig macht. So richtig bekannt wurde Shrimp im Mai, als er auf einer dicken Bühne vor tausenden Menschen gerappt hat. Und das war tatsächlich auf einem Konzert von Capital Bra. Auch wenn ich mir seine hohe Stimme mit dem Autotune... Der war auch in einem Video von Capital gewesen. Welches Video war das? Da wurde der ganz kurz eingespielt. Also, die kennen sich irgendwie. Lass mich kurz überlegen. Ja, Royal Rumble war das. Da wurde der am Ende kurz eingespielt. Also kann sein, dass sie sich kennen oder so, ich weiß nicht. Tune-Einsatz nicht so wirklich geben kann. Also die werden sich kennen, aber ich meine privat. Und sagen, dass es gar nicht so schlecht delivered ist. Er wirkt selbstsicher und auch wenn der Hate um ihn groß ist, schafft er es sich derzeit einen wirklichen Hype aufzubauen. Ein 13-jähriger Rapper, welcher auf einem Kapitalkonzert gespielt hat, ist nun mal für die Masse interessant. Sei es jetzt, weil sie ihn wirklich gut finden, einfach unterhaltsam, scheiße oder was auch immer. Man ist halt wirklich irgendwie neugierig und man will wissen, was es mit ihm auf sich hat. Er hat auf jeden Fall schon eine Community und ich bin wirklich Was man merkt, die kommen halt alle aus Berlin. Deswegen kennen die sich alle. Jetzt das neue Musikvideo von Kapital, da spielt Elena mit und ich glaube, die kommt auch aus Berlin. Deswegen connecten die sich halt alle. Ist geil da oben. Hier unten geht nichts. Gespannt, ob er seinen Hype halten kann, beziehungsweise ob er seinen Hype vielleicht sogar noch vergrößern kann. Er wird zwar noch ein paar Jahre älter werden müssen, damit ihn mehr Leute als Rapper akzeptieren, aber wenn er seine derzeitige Situation vernünftig nutzt, könnte das ein Fundament für eine deutlich größere Karriere sein. Vielleicht ist er in einem Jahr auch wieder komplett out, man weiß es nicht. Als letztes Beispiel habe ich hier noch den wohl derzeit erfolgreichsten Nachwuchsrapper, und zwar Dataluf. Der hat zwar gerade mal einen Track, der richtig gehypt wurde, dieser Track hat allerdings auch ein Signing mit sich gezogen, und zwar bei UFO 361, was halt irgendwie überraschend gut passt. Jetzt nicht mal böse gemeint, wirklich. Also... Shot, fand ich, ist ein geiler Song gewesen. Klar, der hat da vier Wörter in der Hook gesungen, aber ist schon geil gewesen. Aber den neuen Song, also der ist jetzt draußen, sein eigener Song, Now, feiere ich eigentlich auch, kann man sich geben. Das Musikvideo ist ein bisschen cringe, wegen der Milf da, aber feiere ich. Also der hat echt Potenzial, die anderen zwei, gut, ich weiß nicht. Zusammen mit UFO 361 konnte der 15-Jährige bereits richtig rasieren. Zwar nicht lyrisch, aber trotzdem. 5 Millionen Klicks nach einer Woche sprechen auf jeden Fall eine sehr deutliche Sprache. Der Hate um ihn ist zwar natürlich größer als bei anderen Rappern, aber das ist total normal. Ich fühle mich ja auch seltsam, wenn mir ein 15-Jähriger etwas darüber vorsingt, dass Shawty ihm noch einen Shot holen soll. Das ist irgendwie...
Ich weiß nicht. Genau sowas passt aber nun mal zu Ofo, und wenn er jetzt als einziges Signing von ihm genau in diese Richtung gehen will, beziehungsweise in eine ähnliche Richtung gehen will, dann finde ich das gar nicht so schlimm. Klar, ein 15-jähriger Rapper, der über Shots und Shorties redet, kommt nicht unbedingt authentisch rüber, aber so tickt das Rap-Game zurzeit teilweise nun mal. Wenn der Typ stattdessen über seine 5 in der letzten Mathe-Klausur rappen würde, juckt das halt schnell keinen mehr. Da sind Shorties und Shots nun mal provokanter und im Rap-Game auch deutlich interessanter und, naja, cooler. In Anführungsstrichen. Musikalisch kommt es darauf an, ob man den derzeit typischen Autotune-Sound feiert oder eben nicht. Leute, die sich aber UFO geben, werden diesen Style sicher mögen, und da finde ich Data Love tatsächlich nicht so unpassend. Ja, ich weiß. Darum geht's nämlich. Die Leute, die UFO feiern, werden automatisch so auf Data Love überspringen, weil der einen ähnlichen Style hat, die gleiche Musik macht. Dann wirst du das feiern. Ist jetzt nicht so, dass die komplett unterschiedliche Musik machen, dass man es nicht feiern würde. Und dadurch, dass sie ähnliche Musik machen, kann schon was werden. Ich weiß, er kommt irgendwie ein bisschen wie ein frecher Rotzlöffel rüber, aber genau sowas eckt eben wieder an und finden Leute interessant. Gerade für andere 14- oder 15-jährige Rap-Zuhörer, die davon träumen, an seiner Stelle zu sein. Ich kann im Endeffekt sagen, dass ich den Hype um ihn verstehen kann. Was ich aber ebenfalls verstehen kann, ist der Hate aufgrund von, naja, allem. Was man aber nicht leugnen kann, ist die Tatsache, dass diese Shorty-Hook sich irgendwie ins Gehirn brennt, unabhängig davon, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Deshalb denke ich auch, dass da einiges an Potenzial für die nächsten Jahre ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Wenn das Signing bei UFO bestehen bleibt, hat er auf jeden Fall eine Chance, sich nach und nach im Game zu etablieren. Mit 15 kann man halt auch schon mehr spektakuläres eigenes reinbringen als mit 9 oder mit 13. Außerdem darf man eine Sache nicht vergessen. Kinder fangen auch schon im frühen Alter an zu singen. Da das Rap-Genre auch immer populärer in Deutschland wird, ist es nun mal keine allzu große Überraschung mehr. Und nur wegen dem Alter zu haten, finde ich tatsächlich auch unnötig. Wenn man einen Grund zum Haten hat, sollte es der Textinhalt sein, oder man feiert sowas halt generell nicht. Die Qualität aller drei genannten Beispiele ist aber absolut solide bis wirklich gut. Aber Leute, das war meine Meinung zu den derzeit polarisierenden Nachwuchsrappern. Wie betrachtet ihr das Ganze? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Like freuen, und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Jo, wie gesagt, also meine Meinung ist da relativ gespalten. Ich meine, den ersten kannte ich gar nicht, Lil Shrimp, feiere ich nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr den feiert. Und Data Love, der bringt schon was mit sich.